Hallo und willkommen zu einem neuen Video von Mojo für mymojo.de und handyfaq.de. Ich habe mich etwas an meinem LG P880 Optimus 4X HD eingearbeitet und habe beschlossen, euch erstmal von der neuen LG Optimus UI 3.0 Oberfläche zu erzählen. Wie ich finde, hat die neue Oberfläche von LG Ähnlichkeiten mit der TouchWiz Oberfläche von Samsung, aber funktioniert meiner Meinung nach besser als TouchWiz selbst. Natürlich könnte man einiges besser machen, mehr Einstellungsmöglichkeiten, dies, das, aber out of the box werden mit diesem Gerät und der Oberfläche hier viel mehr Leute glücklich als mit den älteren LG-Geräten. Was ist den Leuten wichtig bei so einem Gerät? Dass zum Beispiel die Oberfläche flüssig läuft. Sie läuft flüssig, smooth, genau so wie man es will. Und das out of the box. Auch ist den Leuten wichtig, ob man schnell auf Anwendungen zugreifen kann. Ist es schnell? Ist es ohne Verzögerung? Ich finde, dass es schnell ist, auch ohne Verzögerung. Auch im Play Store selbst hat es keine Macken und Verzögerung. Es lädt alles ziemlich schnell und ist flüssig dabei. Auch im System selbst gibt es viele Sachen, die gut angepasst wurden. Zum Beispiel kann man die Schnellzugriff-Tasten neu belegen, ordnen, Toggles, so wie man sie nennt, entfernen, neu hinzufügen. Und das ziemlich einfach. Hier kann man das ordnen, die Sachen löschen, hinzufügen. Und das ohne irgendwelche Sachen geroutet zu haben. Was ich zum Beispiel besser gemacht hätte, wäre, dass man hier die Suchleiste ein Widget gemacht hätte. Ich weiß nicht, ob es die Vorgabe von Google ist bei Ice Cream Sandwich, dass man die fest einbinden muss, aber diese Suchleiste ist fest im System integriert. Es gibt natürlich Möglichkeiten, wie man es wegbekommt, werde ich jetzt gleich noch zeigen, aber der Bereich hier, der bleibt dann leer. Es ist also im Launcher fest drin. Vielleicht gibt es Leute oder Programmierer, die das ändern können, aber so wie es jetzt gerade ist, geht es leider nicht. Ich zeige mal auf die Schnelle, wie man das abstellen könnte. Man geht auf Einstellung, runter zu den Anwendungen. Hier oben sieht man ja die Tabs, dort geht man auf alle, scrollt runter, bis man zur Google-Suche kommt. Das ist nicht mehr weit. So, Google-Suche. Deaktiviert diesen, damit es auch nach dem Neustart weg ist. Und stoppt diese Anwendung oder den Prozess. Ein bisschen Cache leeren, Platz zu gewinnen. Jetzt ist die obere Leiste weg und trotzdem kann man da nichts hinschieben, weil wenn man auf diese Taste drückt, kommt man zu den Einstellungen, wo man Anwendungen als Icons hinlegt, Widgets oder Hintergründe anpassen kann. Was gibt es sonst noch für Einstellungsmöglichkeiten im Launcher und an der Oberfläche? Man kann zum Beispiel das Design von der Oberfläche ändern. Vielleicht stellt uns LG ja später weitere Designs zum Download bereit. Oder es gibt andere Leute, die Designs dafür erstellen. Man kann auch Einstellungen von dem Homebildschirm ändern. Hier kann man wieder Design ändern.
da Animation auswählen, ob man diese haben möchte oder halt abstellen. Hier das Bildschirmeffekt, etwas was mir zum Beispiel gut gefällt, wäre dieses Panorama. So etwas zum Beispiel. Hintergrund, Live-Hintergründe, normale Hintergründe, Sachen aus der Galerie oder Anwendungen. Bildschirm wiederholen, den Home-Bildschirm also endlos machen. Man kann Backups erstellen und diese auch wiederherstellen. Ansonsten gibt es hier halt noch Möglichkeiten, direkt zu den Anwendungen zu springen. Dorthin, wo wir eben diese Google-Suche deaktiviert haben. Oder direkt ins System zu springen. Ich hoffe, dass euch mein kurzer Einblick zur neuen LG Optimus UI 3.0 Oberfläche genug war, damit ihr euch einen kurzen Eindruck davon machen könnt. Solltet ihr weitere Fragen dazu haben, dann scheut euch nicht, unter diesem Video einen Kommentar zu hinterlassen, mir eine E-Mail zu schreiben an mail@mymojo.de oder in meinem Thread bei handyfaq.de eure Frage zu stellen. Wenn euch mein Video gefallen hat, abonniert meinen YouTube-Channel und gebt diesem Video einen Daumen hoch und freut euch auf ein neues Video von Mojo für mymojo.de und handyfaq.de. Und wie immer heißt es, peace over and out.